also davon, dass dieses typische Single Point of Truth Prinzip, ne, das ich auch immer predige, dass viele einfach noch gar kein System haben, auch kein CRM und gar nichts, wo sie einfach an einem einzigen Ort, Single Point of Truth ist auf Deutsch gesagt, na, die. So, Leute, heute mal ein Reaction-Video. Ich hoffe, kann mich gut hören. Ich bin gerade unterwegs, hier bei Agenturfließband erstellen mit Asana, ClickUp und Monday und so weiter. Dieses ganze Kram. Schon seit Jahren Coaches und so weiter, die halt einfach sagen, okay, ich baue deine Fließbandagentur auf. Das ist ja auch so schon fast Buzzword geworden irgendwie. Mal schauen, was dieser gute Herr jetzt dazu zu sagen hat. Ist ein relativ kurzes Video. Bin ich sehr, sehr gespannt, weil da gibt es natürlich auch viele, viele Ansichten und Blickwinkel. Und dann schauen wir einfach mal rein. Als Agenturinhaber, wenn du jetzt Recruiting machst, du machst Lead Gen oder du machst Videomarketing oder, dann kannst du dementsprechend mit diesem Fließband A, unglaublich viele Kunden betreuen, B, unglaublich viele Kunden glücklich machen, weil alles wie am Schnürchen läuft und C, dafür sorgen, dass du halt unglaublich viel Zeit sparst. Und ja, dann würde ich einfach sagen, starten wir doch mal direkt, aber vielleicht mal kurz vorab. Das Fließband, was ich hier aufgebaut habe, soll lediglich dazu dienen, euch zu inspirieren, euch zu zeigen, wie das Ganze grundsätzlich aussehen soll. Natürlich kann man das auch erweitern. Natürlich kann man das noch verbessern und. Aber grundsätzlich ist das, was ich euch heute vorstelle, das Fließband, was ich jahrelang selber verwendet habe und für mich aufgebaut habe und auch B für meine Kunden immer wieder aufbaue und die sind mega, mega happy damit, weil sie jetzt letztendlich an nichts mehr denken müssen. Alles läuft automatisch und so weiter. Und ich möchte euch heute nur das Konzept vorstellen, damit ihr das Ganze für euch nachbauen könnt. Dann würde ich sagen, starten wir doch mal direkt. Wir scrollen hier einmal runter und ihr müsst euch vorstellen, jeder Prozess, alles, was im Unternehmen geschieht, sollte mit einem After-Close-Formular starten. Was ist ein After-Close-Formular? Ein After-Close-Formular kennen von euch wahrscheinlich schon einige, aber für die, die es noch nicht kennen, ein After-Close-Formular ist ein ganz normales Formular, wo du gewisse Informationen einträgst, ja, was ein potenzieller Kunde bei dir gekauft hat. Wenn du jetzt sagst, du hast eine Recruiting-Agentur, dann musst du natürlich eintragen, welcher Kunde hat gekauft, was hat er gekauft, für wie lange. Was gibt er extra? Ist es über Lastschrift? Ist es über Rechnung? Ne? Die ganzen Rechnungsinformationen. Wann startet er mit der Zusammenarbeit? Wann endet die Zusammenarbeit? Und so weiter. Das sind unglaublich viele Daten, die du grundsätzlich aufnehmen musst. Einmal, wenn du den Kunden quasi in das System packen willst. Warum? Weil darüber wird alles entschieden. Darauf wird alles quasi aufgebaut. Und es ist unglaublich wichtig, dass du immer eine Ausgangsbasis hast, wo du sagst, die ist immer gleich. Ich kann da jetzt keine falschen Daten eingeben, ich kann da nichts Falsches eingeben. Das ist so aufgebaut, dass selbst Mitarbeiter das Ganze vernünftig ausfüllen können und dann auch dementsprechend auch, mitarbeiten können, ja? Also einfach nur. Ja, okay, also davon, das ist dieses typische Single Point of Truth Prinzip, ne, das ich auch immer predige, dass viele einfach noch gar kein System haben, auch kein CRM und gar nichts, wo sie einfach an einem einzigen Ort, Single Point of Truth ist auf Deutsch gesagt, ne, der Punkt in deinem Unternehmen, wo die einzigst alleinige Wahrheit herrscht, ja. Mit anderen Worten, es gibt keine Datensätze, die dupliziert sind. Es gibt halt einfach keinen Fleckenteppich an Informationsorten, ja, in deinem Unternehmen, wo quasi Duplikate entstehen können, Redundanzen entstehen können und so weiter und so weiter. Und das ist natürlich für ganz große Firmen teilweise eine echte Herausforderung. Da habe ich auch jahrelang Akquise gemacht für große Firmen, zum Beispiel MDM-Systeme platziert von Platzhirschen, wie zum Beispiel Stibo Systems, SAP und dergleichen. Und das gilt aber auch genauso im Kleinen. Und viele vergessen, okay, wenn ich jetzt auch noch ganz klein bin, ich mache jetzt irgendwie paar hundert K oder irgendwas, ja, sogar noch weniger als 100 K, oder egal wie klein ich eigentlich bin, oder selbst wenn ich Freelancer bin, ja, ist es halt super wichtig, dass ich von Beginn an, also auf dieses Single Point of Truth-Prinzip eben benutze und habe, damit dann eben alles weitere, damit dann da eben auch in der fernen Zukunft, ja, auch je nachdem, wie schnell ich wachse, auch nie Chaos wirklich dann entsteht, ja, und ich jederzeit auch mein System umziehen kann. Also wir empfehlen sehr stark Pipedrive für das, was wir machen für unsere Kunden. Machen wir, unser Hauptsystem ist auch selber Pipedrive. Wir empfehlen ja nichts, was wir nicht selber machen.
Und wir haben auch noch ein bisschen HubSpot hier und da und was anderes mal verwendet und probiert, aber wir haben irgendwann mal gesagt, okay, vor 3, 4 Jahren war das, wir verwenden Pipedrive, Punkt. Ja, also dieses Single Point of Truth Prinzip, ganz, ganz wichtig. Und dass du dann auch ein System hast, wo du das Single Point of Truth eben hast, wo du auch maximal erweitern kannst, weil du weißt ja nie, was noch kommt in den nächsten Jahren, dass du dann nicht wieder komplett umziehen musst. Ja, ist natürlich dann auch wichtig, dass du dir ein System aussuchst, wo theoretisch ein Umzug in ein anderes System auch möglich ist. Das ist zum Beispiel bei HubSpot, das ist, die machen es dir wirklich schwer, ne? Also weil die machen, legen dir da viele Steine in den Weg, ist nicht ganz so einfach, musst viel Geld in die Hand nehmen. Bei Pipedrive ist es wesentlich wichtiger, aber auch von vornherein dir das System so aussuchen, dass du erstmal eine ganze lange Zeit, also ein System mit viel, so viel Potenzial, dass du erstmal eine ganze lange Zeit nicht umziehen musst, auch nicht zwanghaft umziehen musst, wenn du es nicht gar nicht möchtest, weil das immer mit Wiederaufwand und so weiter und Kosten und so weiter wieder verbunden ist. Also da haben wir irgendwann mal die goldene Mitte gefunden mit Pipedrive. Es gibt kein perfektes System, ja, egal welches System. Und das haben wir auch mal gelernt, ja. Also wenn du auf der Suche nach dem perfekten System bist, also oder Tool, also würde ich eher sagen Tool, also gut, nahezu perfekte Systeme gibt es schon, aber Tools, ja, einzelne Tools, ja, irgendwas ist dann immer und dann wird auch ständig was erweitert und erneuert und so weiter. Aber das ist ganz wichtig, dieses Prinzip. Ich würde ganz gerne wissen, welches Tool er für dieses Afterclose-Formular selber verwendet, aber das wird er vielleicht gar nicht verraten. Es wird wohl eines dieser Dinger da unten sein, also entweder Monday, Asana oder ClickUp. Er empfiehlt ja auch immer so ein Tool, das wo er, glaube ich, irgendwie selber irgendwie promotet oder sowas. Das ist halt noch ein bisschen, sag mal, abgespeckt, ein bisschen so eine Art Startup-Modus, Firma, Deutsches, irgendwas. Ich habe den Namen vergessen, auf jeden Fall. Diese hier unten sind natürlich die absoluten Platzhirschen. Asana, ClickUp, Monday. Ich weiß ClickUp, aber ich habe mir mal auch probiert, Asana und so weiter. Und das sind natürlich schon mächtige, mächtige, mächtige Tools. Das sind aber auch irgendwie alle irgendwie aus den USA und so weiter. Da gibt es auch wieder andere Sachen, die man beachten muss. Ne? Kannst. Für dich. Erster Schritt, du brauchst unbedingt ein After-Close-Formular und dann halt dementsprechend kannst du das Ganze überhaupt erst lostreten. So, danach haben wir quasi ein Board, ja, was ich für mich und meine Kunden immer wieder aufbaue, um zu erkennen, in welchem Stadium befindet sich gerade welcher Kunde. Das heißt, dieses Board, diese Onboarding-Phase, die ist nur dafür da, Kunde wird geonboardet und hier Ende quasi, der Kunde wird an Go-Live-Team übergeben, dass die dann dementsprechend den Kunden betreuen können, die Anzeigen schalten können und so weiter. Wie gesagt, wir machen das anhand eines Beispiels einer Recruiting-Agentur, so wie ich es quasi selber gemacht habe und so weiter. Heißt einfach nur für euch, ihr müsst euch das so vorstellen, wenn jetzt zum Beispiel ein neuer Kunde sich dafür entscheidet, mit euch zusammenzuarbeiten, dann wird dieser Kunde quasi aus dem Formular, die ganzen Informationen werden weitergegeben und dann landen sie hier automatisch. So. Wichtig ist einfach nur für euch, dieses Board dient lediglich nur für euch als Übersicht, wo befindet sich welcher Kunde. So, dann habt ihr unterschiedliche Boards, beziehungsweise das Fließband. Ich zeige euch das mal erstmal im Gesamten. Wir haben ein Fließband, was von links nach rechts geht und da muss der Kunde dementsprechend komplett durch. Ja, heißt einfach nur als Beispiel, wir haben jetzt hier einen Kunden, Max Mustermann. Max Mustermann hat was gekauft. Dann sollte dieser Kunde automatisch quasi diesem Pfeil entlang als neue To-Do für eure Mitarbeiter dementsprechend erstellt werden. Das heißt, eure Mitarbeiter sollten nichts anderes also sollten an nichts anderes arbeiten, wie jetzt hier an diesem Board. Heißt einfach nur für euch, hier haben wir im Endeffekt den Onboarder, der jetzt sich nur um dieses Board kümmert. Ich nehme mal eine andere Farbe, das sieht ein bisschen besser aus. Wir haben jetzt hier nur den Mitarbeiter, der macht nichts anderes, als sich um dieses Board zu kümmern. Er bekommt automatisiert eine Benachrichtigung, hey, wir haben einen neuen Kunden, eine automatisiert erstellte Checkliste, die er dann halt abhaken kann, um diesen Kunden bestmöglich quasi zu onboarden. Das ist das allgemeine Onboarding und vorzubereiten für das nächste Onboarding. Wir sehen schon, das ist technisch. Das heißt, der Interessent, der wandert durch dieses Board, läuft als erledigt in diese Karte. Hey, die Karte ist erledigt und danach startet die nächste Automatisierung und der potenzielle Interessent wandert eine Stufe weiter in das technische Onboarding. Heißt einfach nur für euch, was ist das technische Onboarding? Ist im Endeffekt beispielsweise, wenn ihr sagt, okay, ihr richtet für den Kunden den Business Manager ein, ja, in Facebook, in Meta oder ihr arbeitet mit Google Ads oder, und ihr müsst das technisch für den Kunden erstellen, dann haben wir hier einen weiteren Mitarbeiter, Mitarbeiter Nummer 2.
der sich lediglich nur darum kümmert, das technische Onboarding dementsprechend durchzuführen. Das heißt, er hat auch seine Checkliste, die er dann dementsprechend durchgeht, den Kunden dann halt bearbeitet und dann halt weitergibt und sagt, alles klar, der ist fertig, hat quasi unterschrieben, dass der Kunde fertig ist. Der Kunde wandert nach oben, kommt hier in diese Spalte und dann kann man automatisch sagen, alles klar, wenn das halt hier alles passt, wandert der Kunde als nächste To-Do in die nächste Karte oder in das nächste Board, wo der nächste Mitarbeiter quasi diesen Kunden abarbeiten muss. Ja, das heißt für euch, es macht überhaupt keinen Sinn, dass diese Mitarbeiter, die jetzt sich um dieses Board kümmern, dass die irgendwie überhaupt Einsicht haben, hey, pass auf, wer ist gerade im Onboarding? Heißt einfach nur für euch, es ist Zeitverschwendung. Die Mitarbeiter müssen quasi sich nur um ihr eigenes Board kümmern, den Kunden bestmöglich halt dementsprechend betreuen, aufbauen. Da können die sagen, alles klar, wir machen jetzt hier eine Landingpage-Erstellung, ne? Wir erstellen eine Landingpage für das Thema Recruiting oder für das Thema Lead-Generierung, haben unsere Checkliste, die wir durcharbeiten. Und wenn diese quasi dementsprechend abgeschlossen worden ist, dann wandert der Kunde halt wieder automatisch in die nächste Phase, ja. Und okay, muss ich mal kurz reinkarten und ein bisschen Kommentar dazu geben. Also letztendlich dieses Kanban-System, das es schon seit den 90er Jahren gibt, auch quasi in der Fließbandfertigung, wo ich ja damals auch Industriekaufmann gelernt habe, 1991, glaube ich, war das. So Luftlinie ungefähr 300 Meter davon, wo ich jetzt halt wohne. Und in Dachau und letztendlich das Autoleaf heißen die, ja, die sind jetzt auch umgezogen in New Park in Dachau und bauen halt Airbags und Sicherheitsgurte und so weiter. Damals der zweitgrößte Hersteller mit Electrolux gehören die da dazu und so weiter, ne? Also und da, die haben natürlich das perfektioniert, weil in der Automobilbranche, das war immer so die am perfektionistischsten aufgestellten Zulieferer waren immer die in der Autozuliefererbranche. Also vor VW, Audi, BMW und Mercedes haben immer alle Angst gehabt, ne, weil die immer die strengsten waren. Also heute auch noch mit ihren ganzen ISO-Zertifizierungen und so weiter. Ich hatte ja auch vor ein paar Jahren einen Kunden als eine IT-Tochter von VW und so weiter. Also und das ist natürlich, wo man sich das alles abgekupfert hat, ne, aus diesen japanischen Modellen auch, es ist ja ein japanisches Wort, Kanban, Lean Management, Just in Time und all diese Sachen. Und das ist natürlich schon so, ich war damals auch als Azubi, also wie gesagt 30 Jahre, mehr als 30 Jahre mittlerweile, und war damals auch als Azubi, als 17-Jähriger, dann Fließband musste ich mal 3-4 Tage arbeiten und so weiter, super anstrengend und im Akkord, damals noch, ja. Und da ist immer so, dass ich bin natürlich durchgereicht worden als Azubi, mal hier, mal da, mal dort. Aber es war teilweise schon so, dass so ein Fließbandarbeiter immer irgendwie so ein Teil bekommen hat, musste da ein paar Wäppchen draufkleben, ne, irgendwie, und dann weiter zum nächsten Mitarbeiter. Und der nächste Mitarbeiter hat dann immer irgendwie, ja, wie so ein Roboter halt, ne, aber ich meine, die Zeiten sind mittlerweile, glaube ich, auch vorbei, und immer dann irgendwie die Schraube draufgedreht, Schraube draufgedreht, Schraube draufgedreht, ne. Und wenn du jetzt dem, der die Schraube draufgedreht hat, ja, der macht wahrscheinlich, wenn er abends ins Bett gegangen ist, hat er immer noch die Schraube irgendwie so draufgedreht, ja, so im Schlaf. Wenn du dem jetzt dahin gesetzt hättest, zu dem, der die Wappal drauf macht, ja, diese Klebebänder oder was es da waren, weil das dann sozusagen Spritzguss und so weiter, also egal was es war, aber die Wappal drauf, der hätte nicht gewusst, wie jetzt die Wappal, wäre zu blöd gewesen, diese Wappal drauf zu machen. Ja, weil immer nur die Schraube drauf, ne? Das ist halt so dieses, du hast halt quasi wie so ein Fließband, ne, und dann hast du da irgendwie, jetzt mal ganz böse ausgedrückt, 15 oder 20 Schimpansen. Und jeder Schimpanse weiß genau das, was er zu tun hat, und das kann er super und perfekt, aber wenn du ihn jetzt irgendwo anders hinsetzen würdest, hätte er keine Ahnung. Und das ist halt so ein bisschen das Prinzip, was ich jetzt hier so rauslesen kann. Ne? Also der eine Mitarbeiter, der schaut nicht mal irgendwie auch noch ansatzweise in das Board von dem anderen Mitarbeiter rein, sondern immer nur auf sein Board und macht immer nur das Gleiche und immer nur das, was er machen muss und so weiter. Und das ist natürlich dann dieses Fließband-Prinzip, das man jetzt in der Agentur natürlich umsetzen kann. Und dort letztendlich realisieren kann, und dann hat man einfach da auch seine 15 Schimpansen, die eigentlich nur für eine Sache immer einsetzbar sind. Daraus ergeben sich vielleicht Effizienzvorteile, aber auch eine Menge Nachteile. Was ist, wenn zum Beispiel einer mal ausfällt? Kann der andere dann dem anderen seine Arbeit mitmachen? Nein, weil er einfach nur immer das, nur immer das, nur immer das, nur immer das, ja. Was ist, wenn also diese Mitarbeiter, die einfach immer nur so, wie so Pferde Scheuklappen, ja, immer nur ihr Ding sehen, nichts anderes, die können auch gar nicht mitdenken.
Das ist wahrscheinlich auch so gewollt, dass die gar nicht checken, was macht mein linker Nachbar, mein rechter Nachbar wirklich. Ja? Ich mache einfach nur das, nur das, nur das. Insofern hast du Vor- und Nachteile. Du hast die Nachteile, dass die nicht so flexibel einsetzbar sind, diese Mitarbeiter. Der Vorteil ist, dass die nicht irgendwann mal alles verstehen und dann sozusagen sich verpissen und dann ihre eigene Agentur aufmachen. Ja. Das ist halt schon alles mit Vor- und Nachteilen verbunden. Ja. Und möchte ich jetzt auch gar nicht, möchte ich es wertfrei einfach so dastehen lassen, kann jeder dann für sich selber entscheiden, welches System er gerne möchte. Ich bin mehr so für dieses T-Shirt-System. Ja. Also ich möchte lieber weniger Mitarbeiter, die aber viele Sachen auch gleichzeitig können. Und vielleicht eine Sache besonders gut, aber gleichzeitig auch andere Sachen. Also T-Shape, kannst du mal ein Buch nachlesen. Gibt es viele Bücher dazu, T-Shape. Und da hast du dann vielleicht eventuell 4, 5 Leute, die so viel wert sind wie 20. Ja. Unterm Strich kosten die dich vielleicht jeweils ein bisschen mehr, aber insgesamt halt weniger. Okay, ist auch bei der Softwareentwicklung so ein bisschen Ansatz. Was machst du, ne? Commodity oder mehr Spezialistenteam? Oder eine Mischung aus beiden, gibt natürlich auch. Dann das nächste wäre noch, was ich sagen möchte, dass, wenn du das hier, wo es hier so gezeigt wird, wenn du das umsetzen wollen würdest, würde das ja voraussetzen, dass du allein für jede Scheibe, die du hier siehst, hast du einen extra Mitarbeiter. Und das geht natürlich nur, wenn du schon eine gewisse Größe hast. Aber zum Beispiel viele Kunden von mir, die haben halt noch nicht die gewisse Größe, die haben erst mal 2, 3, 4, 5 Mitarbeiter, wenn überhaupt, oder sind noch ganz alleine. Ja, du kannst jetzt nicht einfach für jedes dieses Dings, jeder dieser Tätigkeiten eine extra Mitarbeiter einstellen. Selbst eine Teilzeitkraft, das rentiert sich ja null. Du brauchst ja erstmal, du brauchst erstmal 3, 4, 5 Kunden pro Tag, dass sich diese Mitarbeiter auch wirklich rentieren, ja. Bei Faktor 5 bis 20 oder sowas. Also, das ist halt schon, was für schon größere Firmen, die das noch nicht haben und dann einführen möchten, ja. Was ich vorhin ganz am Anfang gesagt habe, ist, dass wenn du Kunde ganz klein bist und von vornherein, also wenn du noch Solopreneur bist oder nur zu zweit oder zu dritt oder zu viert, dass du die Systeme schon richtig aufsetzt, dann ist das natürlich so, dass du hier dann Mitarbeiter, wenn du deinen ersten oder zweiten Mitarbeiter einsetzt oder einstellst, überhaupt grundsätzlich mal, ja, dass du dann natürlich jemanden finden musst, der mehrere dieser Tätigkeiten, dieser Pflöcke, ja, dieser Pfeiler oder dieser Felder hier, gleichzeitig erfüllen muss. Ne? Du kannst ja nicht einen einstellen, wenn du jetzt irgendwie 2 Kunden pro Woche machst, ja, der immer nur, das rentiert sich ja nicht. Das heißt, es muss einer mehr oder weniger alles erstmal machen. Ne? Und diese Lücke, ja, das sehe ich hier, diese Lücke. Und vielleicht ist es nicht seine Zielgruppe, interessiert ihn gar nicht. Also quasi Zwei-Mann-Firmen oder so, möchte er vielleicht gar nicht als Zielgruppe haben, deswegen ist es dann, würde es dann auch wieder Sinn ergeben, aber das ist natürlich eine fette Lücke, weil du musst erstmal, ja, keine Ahnung, 10, 20 Leute Mann stark sein und ja, wahrscheinlich siebenstellig im Jahr und irgendwas und so weiter als Agentur, dass du das überhaupt erstmal dann gerechnet bekommst. Ja? Also das wollte ich hier einfach mal an der Stelle nochmal ganz wichtig, würde ich mal sagen, ganz wichtig sagen. Ne? Ich hoffe, der Ton ist gut. Cut. Nochmal ganz ein bisschen weiterschauen. Ansonsten ganz interessant, so mit diesem kleinen Männchen und so. Das habe ich auch schon wesentlich komplexer gesehen, dass jemand versucht, das super komplex hier zu erklären und so. Das macht er relativ einfach, nicht gut. So geht das die ganze Zeit halt durch, dass der Kunde halt dementsprechend durch dieses ganze Board halt durchgeführt wird. Heißt einfach nur für euch als Geschäftsführer, ihr habt jetzt immer eine Übersicht, hey, es läuft automatisch, ich sehe in welcher Phase der ganze oder der Kunde halt dementsprechend ist. Ihr könnt euch auch Checklisten anzeigen lassen, wer hat was ausgefüllt, wann hat er das ausgefüllt und so weiter. Und der Kunde ist im Endeffekt derjenige oder beziehungsweise sein Profil zumindest, was hier von Board zu Board wandert, ja. Wo man dann sagt, hey, pass auf, jetzt ist der Kunde dran, jetzt muss er uns Feedback geben, da kann man dem Kunden auch automatisch eine Benachrichtigung schicken, hey, lieber Kunde, wir haben das und das fertig gemacht, da und da sind die ganzen Links und. Und dann kannst du dementsprechend halt das Feedback vom Kunden erwarten. Wenn der Kunde sich beispielsweise in den nächsten 14 Tagen nicht gemeldet hat, dann automatische Erinnerung, ein Eskalationssystem, was dich daran erinnert, hey, da ist ein Kunde, der muss lediglich nochmal erinnert werden, dass er was feedbacken muss und so weiter. Also einfach nur für euch, das Ganze läuft so lange durch, bis der Kunde halt hier im Go Live ist und dann das Go Live quasi vom Kunden freigegeben wurde und dann wandert der Kunde in das nächste Board und das ist letztendlich das Continuity Board, wo man sieht, wo welcher Kunde gerade in der Betreuung ist, das heißt beispielsweise, wie gut laufen seine Anzeigen, ne? Dass man sagt, okay, Anzeigen sind jetzt online, dann wandert er vielleicht nach 7 Tagen hier rein, hey, Anzeigen müssen überprüft werden, das Feedback muss überprüft werden oder die Bewerber und so weiter.
Und so könnt ihr das Ganze dann auch automatisiert hier weiter bearbeiten und dafür sorgen, dass eure Kunden bestmöglich dann halt dementsprechend betreut werden. Ja? Und ich denke mal, mit diesem Video, mit dieser Grafik konnte ich euch hoffentlich, ich sag mal, so ein bisschen Klarheit verschaffen, wie das Ganze aussehen kann, wie wir das Ganze grundsätzlich für unsere Kunden aufbauen. Natürlich ist es halt ein großes Projekt, was man halt aufbaut. Das ganze Fulfillment soll auch dementsprechend ja vernünftig ablaufen. Und deswegen bauen wir bei unseren Kunden halt also das Gesamtkonzept halt dementsprechend auf. Und ja, wenn das halt einmal steht und einmal läuft, dann müsst ihr euch vorstellen, müsst ihr euch nie wieder Gedanken machen oder Mitarbeiter benachrichtigen oder, dann spart ihr euch unglaublich viel Zeit und das Fließband läuft immer komplett durch und sorgt dafür, dass einfach alle Kunden glücklich sind, ja. Ich hoffe, dass ich hier mit diesem Video ein bisschen mehr Einblick geben konnte in das Thema Fulfillment, in das Thema Fließband, Automatisierungen, wie das Ganze aussehen soll. Wenn du Fragen diesbezüglich hast, kannst du Okay, also hier nochmal ganz kurz, mal jetzt hier keine Schleichwirkung. Also hier nochmal ganz kurz, das ja. Letztendlich ist das natürlich gedacht für jemanden, der schon eine größere Agentur hat, wo ein Haufen Chaos ist oder gewollt, ungewollt, bewusst, unbewusst, was auch immer. Und jetzt kommt dieses System rein und jetzt wird das sozusagen alles geordnet. Ne? Diese Erklärungen sind also nichts für jemanden, der eben noch ganz am Anfang ist oder mehr oder weniger am Anfang. Ja, wie gesagt, weil das Ganze aufzusetzen ist wahrscheinlich eine mittlere fünfstellige Summe, ja, was das kostet, der ganze Aufwand und auch letztendlich nur wirklich umsetzbar, wenn du wirklich schon 4, 5 Mitarbeiter hast oder irgendwie im Fulfillment und so weiter. Ja. Oder am besten für jede kleine Teiltätigkeit einen Mitarbeiter. Ja. Zumindest mindestens einen Mitarbeiter. Ne? Das ist natürlich beliebig dann skalierbar. Ja? Und also mal mindestens 10 Mitarbeiter insgesamt oder besser vielleicht noch ein paar mehr. Und entsprechend auch die Umsätze, also dass sich dann auch alles wieder rentiert und die Effizienzgewinne sozusagen auch wieder dann in die Profitabilitätsrechnung sozusagen relativ schnell dann einen positiven Effekt dann eben auch hat. Ne? Also wenn du, wie gesagt, halt immer mal alles, was drunter ist, ne, also wenn du quasi auch wahrscheinlich noch weniger machst wie 1 Million im Jahr und so weiter, ne, oder noch wesentlich weniger, dann ist das halt alles viel zu fortgeschritten, muss ich mal sagen. Man sollte es aber doch dennoch versuchen, irgendwie von vornherein irgendwie aufzusetzen oder doch schon so, sagen wir mal, das Grundsystem so zu wählen, ja, dass das alles dann im Nachhinein auch ganz einfach möglich ist, sodass ich dann vielleicht auch, wenn ich das komplett dann Schritt für Schritt aufbaue, wenn ich diese riesige fünfstellige Summe benötige, also nicht dieses Chaos, ja, wo ich jetzt gerade beschrieben habe, für was dieses System oder diese Lösung hier sinnvoll wäre, wenn man die eben relativ stark gewachsen sind, relativ schnell mit entsprechenden Umsätzen und dann ein bisschen Chaos vorherrscht, dass das eben gar nicht erst entsteht. Ja, das ist eben bei meinen Kunden, dass ich das eben hinbekommen wäre, natürlich dann immer dann, das ist natürlich absolut unser Ziel und kriegen wir auch immer sehr gut hin und dann ist sozusagen übrigt sich, würde sich das dann generell sozusagen von vornherein erübrigen oder auflösen, ja? Wenn man das eben etappenweise dann macht. Ja, aber wichtig nochmal, die vornherein sozusagen das Fundament richtig legen, egal wie groß das Haus dann wird, ne? Das ist schon ganz wichtig und ansonsten ja, relativ cooles Video, aber halt wirklich für schon Firmen, die, sagen wir mal, da einen starken Pain haben, das schnell lösen wollen und halt schon eine gewisse Größe haben, also schon ein paar Millionen im Jahr machen auf jeden Fall. Und vielleicht ein Dutzend oder ein paar Dutzend Mitarbeiter haben. In diesem Sinne, soweit meine Reaktion. Ihr könnt mir gerne ein paar Kommentare da lassen, wenn ihr meine Reaktionen gefallen oder nicht gefallen haben. Ja, was ihr zu dem Video sagt oder zu meinen Reaktionen, was für euch Sinn ergibt, was nicht Sinn ergibt, ja, wenn ihr Agentur habt oder nicht Agentur oder noch eine bauen wollt. Bis zum nächsten Mal, dein Thomas Klein. Ciao, Happy Hunt.
wieder zurück. Ja? Aber im B2B muss ich das ganz anders machen, weil ich will ihn mit einem guten Gefühl aus dem Gespräch gehen lassen, wie ein Kumpel, ja? Wo wir uns austauschen, wo eine Win-Win-Situation da ist, ja? Wo du bzw. das, was dahinter ist, der Auftrag, der dahinter ist, auch was zu bieten hast, der den Entscheider, den Kontakt weiterbringt, in was auch immer er sich als persönliches Ziel gesetzt hat. Das ist auch so ein Ding, dass wir reden hier letztendlich im B2B, aber desto mehr B2B es eigentlich ist, also die Verträge, das Geld, ja, die Überweisungen, ja, das passiert alles von Firma zu Firma. Aber das Geschäft geht von Mensch zu Mensch. Das heißt, du musst immer sehen, das ist B2B, das ist Firma zu Firma. Aber die Akquise ist von Mensch zu Mensch. Ja, also, ich finde, man muss da schon noch mal ein bisschen differenzieren. Also du hast auch alleine vom Suchverhalten her ganz andere Kriterien im B2B-Bereich. Alleine, wenn du dir schon die Zeiten anschaust, wie im B2C-Bereich. Hinzu kommt auch einfach, der Funnel ist ein ganz anderer. Meistens hattest du da mehrere Entscheidungsträger im B2B-Bereich, wo es nicht einfach diese intuitiven Käufe gibt, wo es einfach heißt, ach geil, das neue Nagelset kaufe ich mir jetzt sofort, sondern da sind ja meistens mehrere Instanzen dran beteiligt. Also ich würde das jetzt nicht in eins clustern. Okay, cool. Ja, klassische Kampagnen überwachen, sprich in regelmäßigen Abständen die Keywords angucken, die Anzeigen überarbeiten, die Anzeigengruppen überarbeiten. Je nachdem, ob wir ein Produkt oder eine Dienstleistung haben, gucken, sind die Sachen alle noch aktuell, hat sich was verändert. Genau, es ist aber tatsächlich ein Trugschluss zu sagen, je mehr man arbeitet oder je mehr man an diesen Kampagnen verändert, desto besser werden sie laufen, weil es ganz häufig der Fall ist, dass Leute sich damit auch ihre Kampagnen einfach zerschießen, weil sie die zu oft anfassen. Ja, und dann geht einfach dieses Learning, was eben unser Algorithmus heutzutage einem bieten kann, dadurch verloren, nur weil Leute zu ungeduldig werden. Und diese Erfahrungen musste ich auch schon machen, dass dann einem irgendwas unter den Fingern brennt und man Dinge schnell anpassen möchte, um schnelle Erfolge zu erzielen. Aber das ist Performance-Marketing einfach nicht. Ja, man braucht einfach Geduld, um gute Ergebnisse zu erzielen. Dann ist es auch absolut eine sinnvolle langfristige Maßnahme. Das sehe ich hier. Also wir haben unheimlich gute Ergebnisse bei meinen Kampagnen, auch vorher schon gehabt. Man sieht einfach, dass das ein unheimlich starker Hebel ist, gerade im B2B-Bereich, die Google-Suchmaschine nach wie vor.